So, nachdem das letzte Video sehr, sehr, sehr kurz war, gucken wir jetzt Throne of Eldraine an. Throne of Eldraine dürfte auch nicht so lange gehen. Ist auch schon ewig her, wo? Ja. Auf Abenteuer auf der anderen Seite ist der Code. Dann haben wir eine Vivian Essence Bogenjägerin. Okay, 3 grüne Mana und ein farbloses, 4 Planeswalker-Marken. Plus 1, man verteilt 2 +1/+1 Marken auf bis zu 2 Kreaturen eurer Wahl. Und sie verursachen Trampelschaden bis zum Ende des Zuges. Minus 3, eine Kreatur, die ihr kontrolliert, fügt einer anderen Kreatur oder einem Planeswalker Schadenspunkte in Höhe seiner Stärke zu. Das ist ziemlich gut. Und minus 5, du kannst eine Kreaturenkarte bestimmen, die du besitzt und die sich außerhalb der Partie befindet, sie auf dem Vorzeigen auf die Hand nehmen, also aus dem Sideboard im Competitive Play. Dann haben wir den gläsernen Sarg. Ein farbloses, ein weißes Artefakt. Wenn er ins Spiel kommt, schicke eine Kreatur deiner Wahl mit unbegrenzter Kosten von 3 oder weniger ins, die ein Gegner kontrolliert, ins Exil, bis er das Spiel verlässt. Wunderschönes Artwork. Wunderschönes Artwork. Und Schloss Garenburg. Schloss Garenburg kommt getappt ins Spiel, es sei denn, man kontrolliert einen Wald. Man kann es für ein grünes tappen. Oder für 4 Mana tappen, man erzeugt 6 grüne Mana, verwendet diese Mana nur, um Kreaturenzauber zu wirken oder Fähigkeit von Kreaturen zu aktivieren. Ja, es ist sehr grünlastig. Aber nicht schlecht. Den habe ich selten enttäuscht. Damals schon. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ablick seht. Ciao, ciao.